Muttertag, ein Tag voller Dankbarkeit. Aber nicht alle, die Liebe schenken, erhalten die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Das wollten wir ändern. Deshalb haben wir den Muttertag in einen Frauchentag verwandelt. 30 Influencer erhielten eine ganz besondere Überraschung. Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich bin gerade total überrascht. Gerade kam der Blumenbote mit einer Karte. Und ja, mir wurde eine richtige Freude gemacht. Schaut mal, wie krass. Es ist einfach ein 2 Seiten langer Brief. Und der ist aus der Sicht von Bailey geschrieben. Richtig, richtig süß. Und ich muss sagen, wir haben einen zucker süßen Brief bekommen aus der Sicht von Blue, der einfach so detailliert geschrieben ist. Das ist der Wahnsinn. Und da stehen wirklich so unglaublich viele Details drin. Wenn Kalichi und Django schreiben könnten, definitiv würde der Brief so aussehen. Ich hatte Tränen in den Augen. Es war einfach nur super, super schön und so persönlich und so gut recherchiert. Und ich bin immer noch total geplättet. Also das ist nicht mal eben nur so geschrieben. Da muss man schon wirklich viel unsere Story gucken und an unserem Leben teilhaben. Und ich finde das so schön und bin total gerührt. Ich musste gerade erstmal schlucken, weil es so lieb geschrieben ist. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist so unfassbar aufmerksam. Dafür finde ich gar nicht die richtigen Worte. Und ich hatte gerade echt Pipi in den Augen, als ich das gelesen habe. Das geht richtig ans Herz. Diese 3 Zettel sind einfach so süß. Mein Herz ist dahin geschmolzen. So viele Anekdoten, auch von damals. Mir fehlen einfach die Worte, was ich dazu sagen soll. Das ist so schön geschrieben. Ein Satz hat mich dann drauf gebracht, woher dieser Brief kommt. Hier steht nämlich, meine Freunde von Fressnapf haben mir geholfen, meine Gedanken in Worte zu fassen. Und auch ihre Follower waren begeistert von der Aktion. Unsere Fressnapf-Liebesbriefe haben die Herzen von über 1 Million Follower erobert. Und viele von ihnen fanden, da steckt auf jeden Fall Liebe dahinter und Herzblut. Und es ist nicht einfach irgend so ein Marketing-Gag. Die Idee ist der Oberhammer. Aber ich bin total gerührt. Und vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Überraschung.